Der Sieg der Türken 1916 bei Gallipoli über das britische Empire und seine Alliierten, nach monatelangen Kämpfen und Hunderttausenden Toten, gilt als wichtigstes Ereignis für das nationale Bewusstsein der heutigen Türkei. Das Gedenken an die Schlacht nutzt Präsident Erdogan für seine Zwecke, sagt der Experte. Man muss davon ausgehen, dass die momentane türkische Regierung Erdogan doch sehr stark auf den Nationalismus setzt und damit auch in den Schulen und im Bildungssystem mobilisiert. Christoph Ackermann ist Schulratspräsident von Flawil. In den Räumen seiner Volksschule haben die Proben zum umstrittenen Kindertheater stattgefunden. Die Bilder in der Kürze, die da sind, ja, die verschrecken mich, die irritieren mich. Bilder der Aufführung in der Mehrzweckhalle Utwil Ende März. Kinder türkischer Eltern aus der Ostschweiz spielen die Schlacht von Gallipoli nach. Es wird geschossen, gestorben. Von den Friedensszenen, die es auch gegeben haben soll, sind keine Handybilder im Umlauf. Bisher, sagt Christoph Ackermann, habe es nie Probleme mit dem heimatkundlichen Unterricht für türkische Kinder gegeben. Doch nun hat Ackermann Fragen. Ich werde jetzt mit dem Amt für Volksschule Kontakt aufnehmen, mich erkundigen, wie es zu diesen Autorisierungen kommt von den Personen, die bei uns unterrichten, und nochmal die kritische Frage stellen, braucht es mehr, dass wir wissen, wer bei uns ein- und ausgeht, wenn wir die Räumlichkeiten zur Verfügung stellen. In Schweizer Schulzimmern, Land auf, Land ab, werden Kinder ausländischer Eltern stundenweise in Sprache und Kultur ihres Herkunftslandes unterrichtet, von externen Lehrern. Die Kantone prüfen und bewilligen Lehrmittel und Unterrichtspersonen. Im Falle der Türkei sei der Einfluss der Regierung auf Kinder im Ausland indirekt sehr groß, sagt der Türkei-Experte der Uni Bern. Dieser Unterricht wird entweder über Konsulate oder über nichtstaatliche Träger organisiert. Im Falle der Türkei sind es die Konsulate und die Botschaft, die diesen Unterricht organisieren und dann auch dafür sorgen, dass Lehrpersonen in die Schweiz abgeordnet werden.